Na denn. Okay, langsam. Das nervt doch so ein bisschen. Sorry, Solid, aber es nervt so ein bisschen. Du bist immerhin schnell. Bleibst zwar auch überall hängen, aber du bist immerhin schnell. Let's go! Ich könnte aufs Fahrrad steigen, ich weiß, aber let's go! Let's go! Wann kommt eigentlich Pokémon Let's Go Johto? Let's Go Spiele waren nice. Let's Go Spiele waren gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich die Pokémon Go Mechanik mit dem Leveln durchfangen nicht so geil fand, aber immerhin hatten wir Trainerkämpfe, richtige. Lass mich durch. Ich muss weiter runter, ne? Ja, hier war der Eingang, genau. So. Lass ich Rizumu vorne. Ich denke mal fürs erste Jahr. Du bräuchtest statt Ruckzuckhieb vielleicht noch eine andere Attacke. Kraftschub, Zertrümmerer, nein. Was? Zerschneider. Rückkehr wäre also eine Sache, die du gerne erlernen könntest. Gedankengut kann nur Beatrice lernen. Was auch schade, ich hätte Gedankengut echt gerne auf Wölkchen. Aber ja, du kannst halt Spezialattacken viele lernen, aber du bist kein Special Attacker. Stahlflügel. Hätte ich Stahlflügel vorhin in der Arena gehabt, aber egal. Stärke wäre natürlich etwas, aber du hast Kopfnuss. Gegenstoß. Du bist halt zu schnell dafür. Schwerttanz lernst du nicht. Feuer. Flammenwurf. Schaufler. Ja, wäre da angreifbar für Erdbeben und Shit. Ich meine, Schaufler ist nicht schlecht, aber Käfer gebogen. Ach, egal. Vielleicht lernst du irgendwann was Cooles durch Level Up. Who knows? I don't. Hello. Haha, nicht so alles in der Wahrheit. Dort in der Nähe gibt es nur ein winziges Kaff namens Zweiblattdorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Ich. Carpador! Oh no! Carpador! Nein, Carpador! Ich wünschte, ich könnte dich mitnehmen. Ich wünschte echt gerade, ich könnte es mitnehmen, weil das ist unmenschlich. Warum bekommt man nicht die Option, ihm einen Pokéball an den Kopf zu werfen, damit man es immerhin hier vor dem kümmerlichen Tod retten kann? Ich kann später immer noch freilassen, aber lass mich diese Pokémon hier doch helfen. Möchtest du dich Carpador anschließend hilflos im Matsch zappeln? Meine Anweisung für dich, nachdem ich mir die Augen gekratzt habe, ist Ableitheat. Nom. Einfach nur Nom. Glibunkel, dagegen kann ich nicht allzu viel machen, wobei ich habe Kopfnuss. It'll be alright. Wow. Not bad. Auch mit Levelunterschied, not bad. Umwerfend, danke. Rizumu geht auch sehr sicher, dass sie immer schön geputzt und ordentlich ist. Ich sage ihr ständig, das muss sie nicht tun, aber sie besteht darauf, von daher. Wer bin ich schon, sie davon abzuhalten, ja? Ich weiß noch nicht, wieso sie das ständig macht, aber solange sie Spaß hat. Und es sieht auch niedlich aus, wenn sie sich putzt. Ob du eine Kopfnuss überstehen wirst? Das ist die Question. Wie gut überstehst du eine Kopfnuss? Show me.
ganz okay. Oh, bitte kein. Nein, 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 nein. Puh. Patsch. Stinger. Was war Swango nochmal? Das war irgendein Status-Move, oder? Anwender tanzt einen seltsamen Rhythmus, zwingt das Ziel mitzumachen. Dieses nimmt dabei die Fähigkeit des Anwenders ab. Das ist ein geiler Move auf einem Schlappohr, wie ich es habe, mit Tollpatsch. Das ist ein verdammt geiler Move. Ich könnte jetzt jeden Gegner könnte ich zwingen, Tollpatsch zu kriegen. Und ich will nur mal anmerken, achtet mal auf die defensiven Werte von Schlappohr. Es ist schnell, es ist relativ defensiv. Es würde damit durchkommen. Ich könnte dem Gegner locker Tollpatsch geben, wenn er nicht wechselt. Aber selbst das nächste Pokémon, was reinkommt, es hätte verdammt nochmal Tollpatsch. Aber ich glaube auch nur, solange das Pokémon im Kampf ist. Aber trotzdem. Ich meine, du brauchst es nicht. Aber das ist eine wesentlich bessere Alternative zu Fähigkeitstausch. Jetzt mit Schlappohr zum Beispiel. Benutze einfach Stärke wie so ein Blöder. Oh nein, Tiefschlag. Oh no. Stärke. Oh ja, unglaubliche Kraft. Ein Level noch. Vielleicht noch ein, zwei Kämpfe. Also noch ein Trainerkampf vielleicht. Komm an. Komm an, Stinger. Du bist das letzte Glied in der Kette. Entwickle dich. Wachse. Gedeihe. Ich weiß, dass da jemand steht zum Kämpfen, aber... Oh, wait. Das hier ist sogar der richtige Weg. Ich dachte, ich laufe gerade einen Umweg. Aber offenbar nicht. Moment. Ich weiß, dass der noch da oben steht. Ich will erstmal hier unten rein. Oh. Nein, nicht die ganze Carpador. Ich meine, wir haben eine Verwendung für Carpador. Wow. Wow. Na, diese Carpador. No. Ich will den Pokéball an den Kopf werfen, damit ich sie immerhin retten kann. Verdammt normal. Verdammte Scheiße. Die Bunkel wieder, na gut. Oh nein, wie furchtbar. Hi-ya! Oh, Papinella. Oh, really? Oh, my Wamu. Shinding. Das war gut getimed, Stinger. Du und ich, wir denken gleich. Du hast genau das. Oh, mein Bro. Mein Bro. Das da. Das ist mein Bro. Das ist mein Bro. Ich brauche den Finsterstein. Ich brauche den verdammten Finsterstein. Denn damit hat Beatrice nichts mehr, was sie lernen muss. Hey! Leute, Stinger, das ist mein Man.
Okay, Pudox machst du nicht allzu viel, oder? Nee, gegen Pudox machst du nicht allzu viel, um ehrlich zu sein. Von daher. Das wird bestimmt nicht reichen, weil Pudox ist ziemlich defensiv. Da habe ich seine Defensive offenbar überschätzt. So, ich muss jetzt nur bei Gelegenheit googeln, wo ich den Finsterstein herkriege. Stinger, es ist Zeit. Ein robuster Panzer umgibt seinen Körper. Da es den Kopf um 180 Grad drehen kann, weist sein Blickfeld keine toten Winkel auf. Außer halt in die es gerade nicht reinguckt. Oh, das kommt gar nicht durch, schade. Ich dachte, vielleicht komme ich irgendwie hinter die Höhle. Warte, du fightest nicht? Was machst du hier? Gehörst du zu diesen Nulpen, die dumm genug waren, sich für die Wache am Eingang einteilen zu lassen? Ist ja auch egal, wer du bist, das macht eh keinen Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unsere Galaktikzentrale in Schleide gebracht. Okay. If you say so. Nicht so lange ich hier noch was mitzureden habe. Ah, das ist so schön. Ich kann hier leider gerade keine Pokémon rausholen von der. Das habe ich nicht gedrückt. Interesting. Ich mag die Optik hier drin nicht. Ich mag die Optik hier absolut nicht. Like, holy shit, what is this? Warte. Ja. Die Mission verläuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sicher froh sein. Alles für alle und das meiste für... Also, was? Alles für alle und das meiste für Team Galactic. What? Aber wenn alles an alle geht... Wie kann das meiste für Team Galactic sein? Weil alles meint alles. Das macht keinen Sinn. Dich kenne ich, du. Du bist das Kind, das sich in Ewigenau in unser Gebäude eingeschlichen hat. Jupiter sollte sich schämen, dass er sich von einem Balg in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galactic in den Weg stellt, muss die Konsequenzen zu spüren bekommen. Du bist kein Unterschied hier. Okay, da gibt's gerade sehr merkwürdige Vibes ab, Kollege. So leicht in die Pegu-Richtung. Oh. Stinger, das wird ein Festmahl für dich. Da du jetzt den Undicht-Typ hast, hast du Step auf Nachthieb. Boah, Piondragi ist massive. Okay, die feige Sau läuft weg. Ah, ein Toxiflug. Okay, was auch immer es jetzt ausrichten soll. Das wird trotzdem wehtun. Naja, ein bisschen. Oh! Autsch!
wenn du krittest, wäre der Fight bestimmt gleich vorbei. Die Frage ist, killt die nächste Anwendung von Stärke? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Nein. Stinger got this. In the back. Ich hätte einfach eine mal nach oben müssen, oder? Also, wie war das mit sich schämen? Du bist da. Jetzt verstehe ich, wie du uns solchen Widerstand leisten kannst. Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du würde es ohnehin niemand schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galactic wird die drei Pokémon fangen, die in den drei Seen schlummern. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum erschaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Hey! You come back here, you piece of shit! Nein. Meine sagte, sie bringen es in das Versteck im Schleier der von der. Also sie nach, was am See der Wald vor sich geht. Right. Ich muss sehen, wie die Lucia den Kampf verliert, weil sie die ganze Zeit mit gekreuzten Beinen da steht, weil sie so übel aufs Klo muss, dass sie sich nicht konzentrieren kann. Let's go. Jetzt kann ich Pion Draghi mal rausholen. Komm raus! Komm raus! Alter! Mein Gott! Ich meine, du hast den Käfertyp verloren, aber du siehst immer noch aus wie ein Käfer. Bap, 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 bap. Was ist hier gerade, was geht hier gerade vor? Oh, Eddie, gut, dass du da bist. Diese Schurken von Team Galactic sind hinter den legendären Pokémon her. Ich weiß. Du musst uns hier helfen, dachte ich mir. Aua, aua, was ist mit dem alten Knacker gefahren? Oh, Doppelfight? Doppelkampf? Doppelkämpfe. Nice. Beiden Jungs im Team legen jetzt erstmal richtig los. Du bist gefährlicher als Schalucco. Außerdem vertraue ich darauf, dass Steinhagel sein Üblichstes tut hier. Ja! Oh. Ja gut, wenn Schalucco jetzt die ganze Wucht abkriegt, dann ist es definitiv weg. Ich glaube, es wäre auch so weg gewesen, aber... Jetzt definitiv. Nein. Wait. Du greifst an und zwar das und Solid wird ausgetauscht. Hm.
kurzer Prozess. Weg damit. Oh, es hat bestimmt Aftermath, oder? Ja. Nein, bitte nicht. Okay. Wobei, actually, this is a good idea. Nein, 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 nein. Ganz ruhig. So. Du gehst jetzt mit Nachthieb auf Golbat. Und du sagst dich an Charmian möglichst hoch. Nice. Ah, Healing. Kommt es alle oder nur eins? Kreideschrei trifft nur einen, okay. Ich meine, ja, es senkt um zwei Stufen. Vielleicht war das, wär's ein bisschen zu hart im, im Doppelfight. Makes sense. Bist du jung, um das zu verstehen? Was? Was? So ein Fick? Are you talking about? Okay, ein Doppelkampf noch. Den machen Stinger und... Soll ich Beatrice mal reinschicken? Soll ich mal... Ja komm, ich fahr mal Beatrice rein. Ich will Beatrice mal fighten sehen. Sie wird zwar jetzt... Sie überlevelt eh schon Hardcore. Von daher, ob sie jetzt noch ein bisschen mehr Hardcore überlevelt, ist eigentlich egal. So. Du benutzt Stärke gegen Skunkapu. Weil Beatrice kann mit Donnerblitz Papinella loswerden. Autsch. Zumindest hoffe ich, dass sie es kann. Nette Animation übrigens. Nice! Ja, und da hat sie das Level ab. Autsch. Aftermath? Kein Aftermath, okay. Warum immer Beatrice? Sie hat niemandem was getan. Das stimmt nicht ganz, aber... Okay, Controller, könntest du bitte auswählen, was ich dir sage?
Nice. Beatrice ist gut. Beatrice macht einen guten Job. Ich wünschte, ich könnte sie öfter einsetzen, aber... Oh Gott. Das ist nicht das, was ich drücken wollte, apparently. Wait, something's not right. Du! Du kommst hier hin. So. Hey, die Team Galactica, sie haben das Pokémon aus dem See! Muss ich jetzt gegen dich kämpfen, Mars? Dein Anblick weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine den Vorfall beim Windkraftwerk. Wieso ist da Fragezeichen? Ich weiß, dass das Mars ist. Deinetwegen habe ich eine ganze Menge Ärger bekommen. Was siehst du mich denn so verwundert an? Du erinnerst dich doch an mich oder etwa nicht? Ha, dann will ich mal dein Gedächtnis mal ein wenig auf die Sprünge helfen. Ja, ich glaube, ich habe gerade zweimal... Warum lächelst du jetzt? Ich bin Mars, ein Commander von Team Galactic, stark und wunderschön zugleich. Was hast du hier zu suchen? Willst du etwa den Helden spielen und deine Freundin retten? Nein, ich habe kein Dixie-Klo dabei. Das ist schade. Was? Dass ich nicht lache, keine Chance. Dir werde ich es schon zeigen. Es kommt nicht darum, Fight. Interesting. Komm schon, Stinger, du musst Crit. Okay. Was kommt dafür rein? Oh. Ja, das Ding ist vielleicht ein Problem. Wobei, wenn ich es vergiften und critten kann. Das könnte ein Crit gewesen sein, oder? Nein, wow. Damn. Wer crittet zuerst? Stinger, come on! Wer crittet zuerst? Oh, natürlich hat's eine Berry. Diese fette Sau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stinger, 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 du musst critten. Beziehungsweise, du musst, glaube ich, nicht mehr critten. Ich werde mal eben heilen. Okay, habe ich nicht mit gerechnet. Jetzt kommt, glaube ich, Skuntank? Bronze. Nein. Kritten musst du, mein Lieber, kritten! Siehst du, wäre es ein Krit, wobei... Jetzt ist der Fight eh vorbei. Für Bronze zumindest. Für Bronze ist die Zeit gekommen. Auf Wiedersehen zu sagen. Ade! Bitte verweile nicht, du bist nicht schön. Übrigens, Mars, du bist vielleicht nicht die hübscheste Frau, die ich je gesehen habe. Aber du bist auch nicht die hässlichste. Du bist normal, würde ich sagen. Auf einer Skala von 1 bis 10 wärst du eine solide... Sagen wir mal eine 6. Sagen wir mal eine 6. Eine 6 ist fein. Leute werden sich auf jeden Fall nicht von dir abwenden. Doppelt Level up. Immer und immer wieder. Ja. Dafür bin ich bekannt. Ich habe schon wieder gegen dich verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt hier am See der Wahrheit. Ein Commander von Team Galactic darf seinen Fehler nicht zweimal unterlaufen.
beruhig dich, Mars. Deine Mission war es, das Pokémon aus Versehen zum Hauptquartier zu bringen. Meine? Nein, deine, oder? Und diese Mission war ein voller Erfolg. Jawohl, ganz genau. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss erwartet uns bereits im Hauptquartier. Die Pokémon der drei Seen sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden. Schön, dass du uns das alles erzählst. Saturn hat es am See der Kühler so richtig krachen lassen und irgendwie erschien dadurch diese Höhle, in der das Pokémon Vesprit schlief. Vesprit ist bestimmt erwacht, um seinen Freunden zu helfen. Das hat uns die Arbeit wesentlich erleichtert. Jetzt haben wir alle drei in unserer Gewalt. Vesprit, das fühlende Wesen. Tobus, das starke Wesen. Sowie Selfe, das wissende Wesen. Okay, danke dafür. Warte, ich muss gerade aufschreiben. Etwas langsamer, bitte. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet hat. Wow, wie bist du hier so schnell hier hingekommen? Einfach hier hin teleportieren mit Ultra-Instinkt. Wieso brauchst du eigentlich Pokémon? Wozu brauchst du mich? Verstehe. Team Galactic hat also das legendäre Pokémon vom See der Kühnheit entführt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupelloser Krimineller aufgenommen. Ein Glück, dass ihr unbeschadet davongekommen seid. Als ob ich das nicht geplant hätte in irgendeiner Art und Weise. Hab irgendwas verpasst? Hast du schon mal was von einem Gang War gehört? Schon? Das hier wird ein Mafia War. Team Galactic ist eine Mafia? Überraschung! Doch was ist mit dem See der Stärke? Ob Nervensäge in Sicherheit ist? Wen kümmert's eigentlich, ehrlich gesagt? Wer mag den Typen schon? Also ich mag ihn nicht. Das ist... Wo ist eigentlich eine Toilette? Alter. Sticker, what the fuck? Okay. Bevor wir weitermachen, das Problem ist nämlich, muss jetzt nach Blitzach, ist die Frage. Ich muss in Richtung Blitzach auf jeden Fall. Ja, muss ich. Okay. Ich muss nämlich mein Team ändern. Ich muss, ich darf nicht über Level, in Anführungsstrichen, das stärkste Pokémon strecken. Oh Gott. Das stärkste Pokémon vom nächsten Arenaleiter ist, glaube ich, 42? Von daher, eben Team wechseln. Moment.